Wieso ging sie jetzt auf? Sie hat geklemmt. Wieso ging sie jetzt auf? Das Gesicht gerade. Verschwinde sofort von hier. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Haunted Horror, das Anwesen, ihr 93 Schirber hier. Im letzten Teil habe ich endlich, nach all den Versuchen, Bloody Mary besiegt. Es war eigentlich sehr simpel, ich bin aber nicht drauf gekommen, durch den Walkthrough bin ich dann weitergekommen. Und wir haben den ersten Geist, getöteten Mädchen befreit, nämlich die Jessica. Nun müssen wir das gleiche mit der Jill machen. Und sie sagt, Der Raum, wo die Pflanzen sind, nur... Ich habe alle Räume untersucht, ich habe keine Ahnung, vielleicht muss ich nochmal... Moment. Den Schlüssel für das Badezimmer habe ich hier drin gefunden. Da finde ich ja nochmal was für einen anderen Raum. Irgendwie. Weil ich meine, hier habe ich ja gedrückt. Da war nichts. Natürlich, vielleicht muss ich hier was in der Schublade finden. So, ich glaube, das TV-Gerät, Schubala geklemmt, das hier nicht. Der Fernseher wird wohl nicht mehr funktionieren. Aber wie zur Hölle geht das? Der Fernseher funktioniert. Ich habe den definitiv vorher schon mal angedrückt. Definitiv. Aber lasst mich raten, es war der falsche Moment, oder? Das hat jetzt sehr... Die Reaktion hat jetzt genau gepasst. Was zur Hölle? An dem Videoband läuft. Was ist das? Sieht aus wie... Oh, lass mich raten. Der Raum, wo ich gesagt habe, da muss irgendwas passieren. Jetzt sehen wir eine Aufnahme. Das ist nur für eine lange Zeit, wo alles noch in Ordnung war. Die Jill. Unfassbar. Er hat das Mädchen scheinbar vergewaltigt und dann brutal abgeschlachtet. Sah diese Person nicht so aus wie diese Puppe, die wir unten auf dem Sofa gesehen haben? Oder kam mir dann das so? Was sind das denn für Scheißkerle? Ich wünschte, wir hätten sie alle retten können. Eine Sache wüsste ich noch gerne. Was genau hat sie dort drin gemacht? Sah aus, als ob sie etwas suchte. Der Fernseher scheint jetzt den Geist aufgegeben zu haben. Egal. Ich muss etwas finden, was mit Pflanzen zu tun hat. Ganz ehrlich. Das habe ich jetzt auch nur wieder durch Zufall entdeckt. Zum Glück so schnell und nicht wieder erst, nachdem ich in Walkthrough nachgeschaut habe. Aber ganz ehrlich. Wieso man darauf kommt, dass man zu dem Zeitpunkt mit dem Fernseher drücken müsste und... Okay. Die Puppe ist noch da. Wirklich, seht euch das an. Die Puppe. Die Person, die man im Video gesehen hat, sah doch genauso aus. Oder war das der Butler? War das wieder der Butler gewesen? Oder war es ein anderer Geist, der sagte, ich, das ist mein... Das ist mein Territorium. Also. Und jetzt. Jetzt können wir wahrscheinlich da drin was machen, hä? Hm? Hier habe ich mich schon umgesucht, aber es war halt der falsche Augenblick. Hier vielleicht? In einem Werbehaus, den ich benutzt wurde, in einem Spinny. Vielleicht was in dem Safe? Nichts Neues. Aber Moment, vielleicht was in der... Vielleicht bei der Dichtle. Wurde was in der Dichtle versteckt. Da vielleicht. Oder da? Hier hat ein anderes Boden verursacht. Moment. Die war in dem... Hier... Ja doch. Die wurde hier getötet. Hier war der Teppich. Der Teppich. Da war was im Teppich gewesen. Der Teppich. Teppich. Wo ist der Teppich? Teppich. Teppich, Teppich, Teppich. Vielleicht ist da was in den Teppich gerutscht. Aber wo soll der Teppich sein? Vielleicht unten? Oder war es vielleicht an der Unterseite des Safes? Oh. Könnte das sein? Weil da stand der Safe noch an einer anderen Stelle. Probieren wir das mal. Das wäre es jetzt aber. Da bist du ja. Und? Ist leer. Alles was sonst habe ich da ausgeräumt. Hast du dir seine anderen Seiten angeschaut? War da vielleicht noch was gewesen? Die Tür ist abgeschlossen. Ich kann ein paar Pflanzen durch die Fenster eine Tür sehen. Okay, da haben wir die Pflanzen. Ich weiß, wo die Pflanzen sind. Nur wie komme ich hin? Sie hat dort irgendwas gesucht.
Und anscheinend, man, weil das ist der Unterschied jetzt, wenn man das Zimmer betrachtet. Da war, man hatte einen Teppich gesehen. Jetzt, wo man reingeht, sieht man keinen Teppich. Könnte da also das Geheimnis am Teppich liegen? Kann ich mir das Video nochmal anschauen? Ich meine, es ist natürlich ein unschöner Anblick, aber vielleicht habe ich irgendwas verpasst und beim zweiten Mal anschauen sehe ich es dann nicht. Ich habe mich gerade erschreckt, weil ich dachte, ich drücke nochmal hin, vielleicht passiert da noch was anderes. Nein, passiert nichts. Ist tot. Obwohl, war überhaupt lebendig gewesen? Also, sagst du noch was anderes? Nein. Moment. Das ist der Teppich! Das ist der Teppich hier! Hui! Das hier, guck dir das an, das ist der gleiche Teppich. Na, das ist super. Schau dir doch den Teppich an. Schau dir diesen schönen Teppich an. Was ist hier, ne? Das ist der gleiche Teppich, der auch da im Zimmer lag. Halt mal. Der Fernseher scheint dir den... Das hier ist doch der genau gleiche Teppich, oder? Das ist ja doch. Schau ihn dir an. Da muss was sein. Komm schon, ich weiß, dass da was ist. Oder nicht. Oder nicht. Also wenn es nicht im Teppich ist, dann muss es in der Bodendiele oder so sein. Okay, ich schau nochmal extra genau. Moment, geht es jetzt vielleicht auf? Botanikschlüssel. Ich habe doch unten eine Tür gefunden, wo ich Pflanzen durch die Fenster sah. Also manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. Ich habe mir das Filmchen angeschaut und jetzt geht erst die Schublade auf. Ich habe jetzt leider nicht den Text gelesen, was er gesagt hat. Ich glaube, er hat so viel gesagt wie, vielleicht finde ich was in der Schublade. Aber wieso ging sie jetzt auf? Sie hat geklemmt, wieso ging sie jetzt auf? Das Gesicht gerade. Verschwinde sofort von hier. Wer zum Teufel bist du? Warst du dieser Kerl aus dem Video, der das Mädchen getötet hat? Ich war einst ein Händler. Doch jetzt bin ich etwas viel Mächtigeres. Und es wäre ratsam, dass du verschwindest. Warum hast du dieses Mädchen ermordet? Sie war noch jung und unschuldig. Sie war so unschuldig, ja. Ein Unterhändler, aha. So wunderschön unberührt. Du verdammter Scheißkerl! Habe ich ihn erwischt? Mein lieber Freund, mein lieber Eden. Manchmal zweifle ich an meiner Intelligenz, manchmal zweifle ich jetzt auch an deiner. Das war ein Geist. Meinst du etwa wirklich, du hast ja sogar gesagt, Bloody Mary wird wohl schlecht mit Pistolenkugeln getötet werden können. Der hatte einen Schädel. Ein Schädel ohne Haut. Meinst du, den kann man mit Pistolenkugeln töten? Nein, einfach verschwunden. Meine Waffe ist nutzlos. Gut, dass du es ergänzt. Moment mal. Bloody Mary hat Jessica ermordet. Und dieser Händler hat Jill auf dem Gewissen. Doch wie soll ich ihn erledigen, um Jill zu befreien? Nochmal wird ein Spiegel vielleicht nicht die Lösung sein. Es gibt hier viele Bücher. In einem steht eventuell etwas über Untote, wie man sie beseitigen kann. Ganz ehrlich. Ah, guckt! Der Körper ist weg, das war also doch... Das war doch der. Was zum... Die Puppe ist verschwunden. Merkwürdig. Merkwürdig? Ich denke mal eher... Es passt. Man hat nämlich diese Puppe in dem Video gesehen. Wahrscheinlich hat der Unterhändler diese Puppe irgendwie eingenommen. Und dadurch konnte er sie dann töten, weil er einen Körper hatte. Vielleicht ist das seine Schwäche. Er kann nur mit Lebendigen interagieren, wenn er einen Körper hat. Einen leblosen Körper. Oh fuck! Ein Monster mit Kettensäge! Oh, da bin ich jetzt gelandet! Verdammt! Wo kommt auf einmal hier jetzt der scheint so schwingende... Wie heißt du nochmal? Jason her. Was ist da eben passiert? Ja, das frage ich mich auch. Also, wir sind ja in der Küche vorbei und da ist ein Monster mit Kettensäge gelaufen. Durchgekracht.
Ganz ehrlich, wie er in solchen Situationen noch genau aufs Detail beschreiben kann, was passiert. Oh, ein Geist. Oh, ein Monster. Der Boden ist eingekracht. Dieses Anwesen fällt halb auseinander. Oh. Wofür sind die? Etwa um jemanden hier anzuketten? Allein der Gedanke ist mir jetzt unheimlich. Nur ein altes, verrostetes Rohr. Wo bin ich hier gelandet? Die Tür ist abgeschlossen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich würde mal sagen, hier durch die Klappe, oder? Oder durch das Rohr. Ha. Oder hier ist irgendwas an der Wand versteckt. Wie wär's? Drück mal überhin. Mal sehen. Ich sehe, dass man das hier öffnen kann, nur wie? Super. Jetzt kann ich auch nicht abspeichern. Also, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier nicht auf die Lösung komme, in einem geschlossenen Raum, wo kaum was drin ist, dann zweifle ich wirklich an meiner Intelligenz. Diese Tür ist leider zu massiv, um sie einzutreten. Oh Gott! Oh nein! Verdammt! Oh Gott! Warum hilft mir denn niemand? Super, ein Fallenraum. Und wie... Oh, ich habe total den Namen vergessen. Tut mir leid. Melanie, genau. Das ist der Streifenwagen von Aiden. Er ist tatsächlich zum Anwesen gefahren, wo dieser schreckliche Fall damals war. Vielleicht kann ich ihn per Funk erreichen. Aiden, komm. Over. Bist du das, Melanie? Ich brauche dringend Hilfe. Ich bin es ja. Wo steckst du? Was ist los? Es ist ein Raum im Keller. Ich bin hier gefangen und wenn du mich nicht schnellstens hier rausholst, bin ich in wenigen Minuten tot. Hilf mir, Melanie. Verdammt, halte durch, Aiden. Ich komme und hole dich da raus. Muss ich sie jetzt lenken? Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss ihn sofort finden. Wir bleiben nicht viel Zeit. Hinweis zur Rettung von Aiden. Sie haben 4 Minuten Zeit, ihn aus der tödlichen Gefahr zu retten. Ich weiß wie. Ich brauche ein Seil und da muss ich da hingehen, oder? 4 Minuten. Na super. Kann ich rennen? Nein, rennen kann ich nicht. Oh, super. Geh doch schnell rein. Kann ich speichern? Das wäre schön. Schrecklich dunkel hier. Gut, dass ich meine Taschenlampe dabei habe. Sonst müsste ich wohl ohne Licht durch das Haus laufen. Speichern, ja bitte. Mach ich mal auf, was ich dabei hier. Und jetzt schnell wie der Wind. Wahrscheinlich, ich vermute, ich müsste ein Seil holen, aber ich will erstmal schauen, was passiert, wenn ich hier... Oh, verdammt. Wer zum Teufel sind sie? Uh-oh. Dich nicht gut. Komm mir nicht zu nahe, du Monster. Waffe benutzen, Taste S, Schuss. Warte auf den richtigen Moment, bevor du deine Waffe abfeuerst. Bumm. 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 Piu. Huh, so funktioniert das. Alles klar. Oh, ihn konnte ich also töten, aber kein Geist. Oh Gott, ich dachte schon, das war's mit mir gewesen. Was geht hier nur vor, verdammt? Ich muss Aiden finden. Da bin ich. Kann ich da nicht hin? Oh, super. Durchsuchen? Ja. Ich hoffe, er steht nicht wieder auf. Vielleicht hat er etwas bei sich? Dietrich. Hoffentlich hilft mir das weiter. Dietrich. Vielleicht hier? Laut Aiden ist er im Keller von diesem Anwesen. Ich weiß wo. Schnell. Das muss eine der verschlossenen Türen sein. Okay, im Keller. Das muss dann die Tür ganz links sein, oder? Schätze ich mal. Oh, Beilung. Diese Tür ist verschlossen. Nein. Hier vielleicht? Nein. Die andere Tür. Hier vielleicht? Diese Tür ist verschlossen. Hier vielleicht? Hoffentlich kann ich das Schloss mit dem Dietrich knacken. Oh, super. Verdammt, ich muss es nochmal versuchen. Oh, ich bin so schlecht in sowas.
Was soll ich hier machen? Dietrich benutzen. Links, hoch, runter, rechts. Was? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wie funktioniert das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich muss immer eine richtige Richtung eindrücken, oder was? Okay. Verdammt, ich muss es nochmal probieren. Ah, super, ich habe wieder den Glitch, wo ich nichts sehe. Das sind nur zugestoppte Teppiche. Hol dich gar nicht das Schlüsselmenü. Ich bin gerade ein bisschen unter. Ich habe nur eine gewisse Zeit. Die läuft mir gerade davon. Hoch. Rechts. Nein, dann runter. Oder nochmal hoch. Hoch. Nein. Okay, dann runter. Hoch. Nein. Hoch. Links. Okay, ganz schnell. Hoch. Links. Was? Nein, runter war es. Verdammt. Ich habe gerade nichts gesehen. Hoch. War der runter, oder? Manchmal sehe ich hier nichts. Was zur Hölle? Hoch. Wollt ihr mich verkehren? Hoch. Ich hatte doch gerade die richtige Richtung gehabt, oder? Hoch. Runter. Achso, nochmal hoch. Entschuldigung, mein Fehler. Hoch. Ich probiere gerade alle Richtungen aus. Ich hatte doch links, oder? Hoch. Links. Runter. Nein. Hey, ich hatte gerade eben links gedrückt. Das war gerade eben links gewesen. Moment. Es muss irgendwie ein Muster geben, oder? Und jetzt? Die 4 Minuten sind längst schon vorbei. Sollte ich irgendwie erkennen können, in welche Richtung? Also wenn man sehen soll, dann habe ich keine Ahnung. Ich finde es gerade sowas von verwirrend. Muss ich irgendwie im richtigen Rhythmus oder? Ich kapier's nicht. Und warum sehe ich manchmal die Schlösser nicht? Bin ich irgendwie zu schnell im Tippen oder was? Ganz ehrlich, ihr seht selber, dass ich manchmal nicht sehe, wo die Schlösser sind. Also, hoch. Links. Links. Der ist längst tot. Hoch. Links. Runter. Nein. Hoch. Links. Hoch. Links. Okay, ich hab's fast. Hoch. Links. Hoch. Rechts. Nein. Hoch. Links, hoch, runter. Der ist längst tot. Hoch.
Da hab ich doch schon alles gedrückt, oder? Und wieso... Da hatte ich doch schon alles gedrückt, alle Richtungen, oder? Und warum habe ich hier nichts gesehen? Ich kapier's nicht. Was geht hier bitte vor sich? Sabalot nochmal, was geht hier bitte ab? Ganz ehrlich, ich wollte... Ja, ich will es nochmal probieren. Also lasst mich. Ja, ich will nochmal probieren. Ich bin gerade sowas von verwirrt, was hier abläuft. Manchmal sehe ich sie, manchmal nicht. Hoch, links, hoch, hoch. Hier sollte man die Kombination aufschreiben, damit es schneller geht. Alter. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Weil jetzt habe ich schon wieder nichts gesehen. Was ist das bitte für ein Glitch? Das ist so wie das bei den Noten. Also es ist hoch, links, hoch. Hoch, links, hoch. Und jetzt hoch, nein, links. Okay, links ist schon mal weg. Rechts ist es auch nicht. Der müsste schon längst tot sein. Nee, das war hoch gewesen. Das konnte mir nicht verkaufen. Das war hoch. Was geht da bitte vor sich? Das ist mehr als Spuk. Das war hoch gewesen. Das war hoch gewesen. Meine Damen und Herren, ich habe keine Ahnung, was das bitte gewesen ist. Das war das verrückteste Rätsel überhaupt, weil ich habe gedrückt, manchmal die gleichen Tasten, es hat nicht gezählt, manchmal habe ich das Bild nicht gesehen. 4 Minuten sind definitiv schon vorbei. Also wenn er jetzt noch lebt, dann bin ich wirklich verwundert. Dietrich, Torschloss geknackt. Geschafft, jetzt sollte sich die Tür öffnen lassen. Oh mein Gott, Aiden! Hätte mir klar sein müssen. Hätten mir klar sein müssen. Das war länger als 4 Minuten. Gut, meine Damen und Herren, also, dieses Rätsel. Keine verdammte Ahnung, wie das richtig zu machen ist. Ich weiß, hoch, links, hoch. Und dann, das letzte war, glaube ich, rechts. Und das, die letzte Ziffer war, glaube ich, rechts. Und dann war, glaube ich, runter gewesen. Glaube ich. Ich probiere es aber dann im nächsten Part wieder. Dieser Teil. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber für mich nimmt es dann die Ernsthaftigkeit, falls das Wort überhaupt existiert, es nimmt dieses Ernst aus dem Spiel heraus, weil es einfach mich grübeln lassen lässt, was passiert da gerade. Und wahrscheinlich, während ich das hier jetzt mache, vergeht auch die Zeit. Also, meine Damen und Herren, ich hoffe dennoch, Ihnen hat diese Ausgabe von Haunted Horror das Wesen gefallen. Also, jetzt passieren wirklich verrückte Sachen. Die Melanie ist auch sogar dabei. Vielleicht hilft die uns sogar jetzt dann im da oben Doppelpack, ne? Ärger im Doppelpack, hä? Und wenn es Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. Hang goodbye.